Jo Leute, was geht? Ich bin Rebecca, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch. Die Tage über hat sich der Game Master nicht mehr gemeldet, bis jetzt. Sonst war Stille, er hat sich nirgendwo gemeldet, weder auf Instagram noch auf WhatsApp, noch irgendwie über Zettel oder so, gar nicht. Und ich dachte mir schon, er meldet sich überhaupt nicht mehr, es ist jetzt irgendwie vorbei. So plötzlich, keine Ahnung. Aber nein, er hat mir gerade eben geschrieben, aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall habe ich die Tage genutzt, hier mir genauer mal diese Wohnung anzuschauen. Aber ich habe nichts gefunden, was ungewöhnlich ist. Also ich habe wirklich alles abgesucht. Unter den Betten geschaut, in den Schränken, an den Schränken. Ich habe überall geschaut, aber da war nichts Außergewöhnliches. Also da sind ganz normale Sachen drin, wie Kleiderbügel, ein Bügeleisen, ein Föhn. Ja, die Kommoden sind eigentlich leer. Auf den Nachttischen ist nichts außer eine stinknormale Lampe. Also hier ist nichts mehr Außergewöhnliches, außer halt das Wohnzimmer. Das sah ja creepy aus. Falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Da hat auch der Game Master erklärt, was alles so passiert ist und was es mit Pumpkin Face auf sich hat. Übrigens, Dankeschön an alle aus Team Becky, die unten in die Kommentare geschrieben hat, was er genau gesagt hat, weil man versteht ihn ja manchmal nicht so richtig. Und ja, ihr meintet irgendwie, man sollte ihm vielleicht noch eine Chance geben. Er ist vielleicht nicht so böse. Ich weiß nicht, meint ihr echt? Ich sagte ja, Menschen ändern sich, aber... Ja, jemand meinte auch so, aus Team Becky übrigens, ja, vielleicht ist er ja gar kein Mensch. Ich meine, er trägt die ganze Zeit eine verdammte Maske und spielt diese komischen Spielchen und er hört nicht auf. Und übrigens, wenn wir da schon gerade sind, ich komme jetzt mal eben zu der Message, die er mir geschickt hat über WhatsApp, weil das passt jetzt gerade zum Thema. Er hat geschrieben, plötzlich jetzt so, kam einfach wieder eine Nachricht, das wurde mir auf meinem Handy angezeigt. Hallo Rebecca, ich habe die Zeit genutzt, Pumpkin Face zu beschatten und habe mehr Informationen rausbekommen. Worum es geht, erfährst du, wenn du die neue Challenge machst. Seht ihr, er hört einfach nicht auf mit den Spielchen. Um 3 Uhr nachts wirst du etwas vor der Tür finden. Warum 3 Uhr nachts? Wenn er so gut ist, warum macht er das genau zu so einer Uhrzeit wieder? Und warum spielt er weiterhin seine Spielchen? Was soll das? Und vor allem, er hat die Zeit genutzt, Pumpkin Face zu beschatten. Hatte er nicht uns gefragt irgendwie und uns zur Aufgabe gestellt, irgendwie herauszufinden, ob er alleine arbeitet oder mit mehreren zusammen? Wobei ihr meintet irgendwie, und ich bin derselben Meinung, dass er mit mehreren zusammenarbeitet, weil er redete ja irgendwas am Telefon vom Projekt Sorgo-Haus. Er hatte Zutritt dazu und irgendwie jedes Projekt Sorgo-Mitglied braucht eine Maske und deswegen kam er überhaupt. Ich habe gar keine Ahnung, was ich davon mehr halten soll. Jetzt mal ganz im Ernst. Hat er sich wirklich geändert? Ist er gut oder böse? Schreibt das mal jetzt in die Kommentare. Und Leute, sprecht mir jetzt den Daumen nach oben, wenn ihr auch der Meinung seid, dass 3 Uhr nachts echt creepy ist. Warum immer 3 Uhr nachts? Ich verstehe es nicht. Aber ich habe mir so Gedanken gemacht, vielleicht kann man ihn irgendwie erwischen vor der Tür. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, ihm nochmal irgendwelche Fragen zu stellen oder ihm die Maske abzureißen, damit das jetzt endlich vorbei ist. Ich weiß nicht, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Es ist jetzt 12.19 Uhr. Ja, bis 2 Uhr werde ich mir wahrscheinlich irgendwas überlegt haben. Was kann man gegen den Game Master machen, Leute? Und soll man ihm wirklich vertrauen? Schreibt das mir mal und ich würde sagen, wir sehen uns dann heute Nacht wieder. Mal schauen, ob er was tatsächlich vor die Tür legt. Wir haben es jetzt 2.37 Uhr. Und ich stehe hier im Flur bei der Eingangstür. Leider ist hier nirgendwo ein Spion, wie ihr sehen könnt. Das nichts. Aber ich habe gerade die ganze Zeit versucht, so zu lauschen und zu sehen, ob ich irgendwas höre. Weil normalerweise müsste man das mitbekommen, wenn jemand irgendwie die Eingangstür öffnet oder hier ist ja noch eine Tür dazwischen. Also das müsste man auch hören, wenn das jemand öffnet, denke ich mal. Keine Ahnung. Ich habe bislang nichts gehört. Ich weiß nicht, ob der Game Master schon da war, aber wenn er mir irgendwas vor die Tür legt hier, muss ja vorbeikommen. Ich hoffe, dass ich irgendwie diesen Moment abpassen kann. Aber er rennt bestimmt wieder weg, wie ich ihn kenne. Oder ich gehe einfach früher raus hier. Schon eine Tür weiter. So in 10 Minuten oder so. Falls ich bis dahin nichts gehört habe, gehe ich eine Tür weiter. Weil da ist ja dieses Glas und da kann ich ja durchschauen, ob der Game Master reinkommt. Das wäre vielleicht die Idee. Okay, so lange lausche ich noch etwas. Und falls ich irgendwas höre, mache ich schnell die Kamera an und wir öffnen ganz schnell die Tür. Wir haben es 2.50 Uhr und ich habe nichts weiter vom Game Master gehört. So, und wir machen jetzt die Tür hier auf. Okay, das ist die zweite Tür, die ich meinte. Und die ist ja verschlossen. Seht ihr irgendwas? Wäre auch ein bisschen blöd, da rauszugehen, weil wenn er Zugriff zu den Kameras hat, dann wüsste er, ob ich da draußen auf ihn lauere und warte. Ich sehe irgendwas.
Warte, hier ist was. Hier ist was. Moment, sieht ihr das? Ja, was ist das? Hier ist es verdammt kalt drin, Leute. Der muss hier gewesen sein. Aber es ist noch nicht mal 3 Uhr. Ich wusste, du wirst mir auflauern und du kannst es nicht lassen. Ernsthaft jetzt? Wie geht das? Er wusste es einfach mal. Öffne diese Box erst um 3 Uhr. Nicht vorher. Wähle dann etwas davon aus, bis du das Richtige hast. Viel Glück, Game Master. Er wusste einfach mal, was ich vorhabe. Das ist so gruselig. Ich hole jetzt eben ein Paket rein. Das ist schon schwer. Oh mein Gott, was ist da drin? Manufactured in the UK. Ist das da unten? Bakery? Hä? Warum immer um 3 Uhr nachts sowas? Ich verstehe es nicht. Warum sollte ich dann erst die Box öffnen? Woher soll er das wissen? Außer er hat hier irgendwie Kameras wieder mal. Wähle dann etwas davon aus, bis das Richtige ist. Ist das schon wieder dieses Wähle nicht? Bitte lass das nicht irgendwas Gruseliges sein, ehrlich. Darauf habe ich so gar keine Lust. So gar keine. So, wir haben es jetzt Punkt 3 Uhr. Und jetzt öffnen wir mal zusammen diese Box hier. Okay, das ist wieder dieser komische Game Master Kleber. Ich habe Angst. Was ist das? Ist das ein Kostüm oder was ist das? Kürbisse mit einem Hexenhut. Soll ich die drauf lassen oder was? Damit hätte ich so gar nicht gerechnet. Irgendwas blinkt da. Ich glaube, der Kürbis. Ja, egal, ich werde die jetzt alle mal aufstellen und dann, ja, müssen wir irgendwie den richtigen finden. Ich lasse jetzt einfach mal die Hüte drauf, weil wer weiß, ob der Game Master das irgendwie sehen kann. Die Hüte waren ja auch schon letztlich drauf. Okay, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kürbisse. Einer davon war relativ schwer, vielleicht ist das der richtige. Ich glaube, das war der hier, ja. Der schwer, Leute, den nehme ich als erstes. Das war auch der, der geleuchtet hat. Ja, seht ihr das? Okay, kann man den irgendwie hier öffnen? Ist ein Zettel. Wie hat der Game Master das reinbekommen? Könnt ihr vielleicht erkennen, was da genau drin ist? Das hier, warte, hier. Ich versuche das jetzt hier irgendwie so rauszuziehen. Leute, was ist das? Orange und schwarze Johannisbeere, Gummispinne. Hä, ist das das Richtige? Was hat es mit den Spinnen auf sich? Versteht das jemand? Oder ist das nur Andeutung? Warte, hier ist noch was. Mega Brain Licker Sour Candy Drink. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Hatte ich nicht schon mal sowas irgendwie in der Art? Ist auf jeden Fall richtig blau. Und jetzt haben wir hier noch ein paar andere Sachen. Und hier einmal ein Skelett. Das war jetzt in den Kürbis drin. Was hat das zu bedeuten? Was hat es damit auf sich? War es jetzt das Richtige oder das Falsche? Soll ich das jetzt probieren oder was? Ich glaube, ganz viele von euch sagen sowieso, Becky, probier das doch einfach mal. Sind doch nur Bonbons. Ja, okay, das ist wenigstens auch eingepackt. Aber das da? Doch, das wurde auch noch nicht geöffnet. Aber ist wahrscheinlich Teil von der Challenge, oder? Aber passt irgendwie, ne? Süßes oder Saures? Könnte wieder ein Hinweis auf Halloween sein. Das riecht sehr künstlich, aber ziemlich nach Orange. Naja, probieren wir es jetzt einfach mal. Oh, es ist echt hart. Außer, dass es ein bisschen hart und trocken ist an den Seiten, erinnert das mich irgendwie an orangene Gummibärchen. Also irgendwie ist es total komisch, so einen Ball hier abzuschlecken. Aber Leute, das schmeckt total nice. Und ich habe gar keine Ahnung, was das jetzt sollte. Ist das jetzt der richtige Kürbis gewesen? Kann mir das mal jemand erklären? Was ist das? Okay, welchen nehme ich jetzt? Ich glaube, ich nehme den hier links außen einfach mal. Ich weiß nicht, woran ich merke, ob es der richtige ist, aber egal, schauen wir mal. Ist es das, was ich denke, oder ist es nur ein Scherzartikel? Warte. Nein. Oh mein Gott, Leute. Ich habe mich gerade so erschrocken, aber da steht Candy. Oh mein Gott, ich glaube nicht, dass es das Richtige ist. Auf gar keinen Fall. Ich will es auch gar nicht probieren, weil es ist so ekelhaft, Leute.
Ich habe sowas Ähnliches erst gesehen mal in einem Laden. Ich glaube, das hatte ich auch für euch gefilmt. Der Game Master hat mir ohne Scheiß genau das hier reingelegt. Also so ähnlich. Ih, das sieht doch verstaubig aus. Schaut es euch einfach mal an, wie ekelhaft ist das? Würdet ihr sowas probieren? Ich glaube nicht, oder? Aber wenn ich das Falsche ausgewählt habe, dann muss ich das ja wahrscheinlich tun, oder? Wow, wie kommt man auf sowas? Mal ganz im Ernst, da musst du doch nicht mehr irgendwie alle Latten am Zaun haben, wenn du sowas irgendwie erfindest. Würdet ihr das probieren? Schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Was auch immer das ist. Das ist so eklig. Das schmeckt einfach nur sauer. Das schmeckt nach nichts. Das ist einfach nur sauer. Und dadurch schmeckt das einfach nur irgendwie vergammelt oder so. Keine Ahnung. Was zum Teufel ist das für eine Süßigkeit? Das ist einfach nur ekelhaft. Okay, ich nehme jetzt einfach mal den hier. Okay, bitte lass es jetzt der richtige sein. Leute, ich sehe schon wieder irgendwas Ekliges. Wirklich jetzt. Das ist nicht mehr normal, oder? Ist überhaupt der Richtige dabei oder hatte ich den Richtigen schon? Was ist das jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber irgendwas Creepiges ist hier wieder drin. Aus so Fetzen gemacht. Ich weiß nicht, ob da irgendwie wieder solche komischen Plastikviecher drin sind. Ehrlich jetzt? Sehr lustig von ihm, ne? Kann das auch noch Geräusche machen, ey? Bitte nicht. Hier hängen irgendwie noch solche Plastik... Dinger wieder dran. Das erinnert mich irgendwie an den Kürbis, den er uns ja gegeben hat. Da waren ja auch solche Plastikteile drin. Und ja, das war jetzt hier in den Kürbis drin. Was hat es damit auf sich? Also irgendwie deutet alles auf Halloween hin. Alles. Ich werde mal schauen, ob da hier irgendwas dran ist. Irgendein Hinweis oder so. Ich glaube nicht, oder? Ich habe jetzt nichts kruscheln gehört. Nee, zum Glück kann man den nicht drücken, aber voll... Creepy, ey. Wenn ihr eine Ahnung habt, was das damit auf sich hat und ob das irgendwas bedeutet, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich habe gar keine Ahnung, welchen ich jetzt davon wählen soll. Welchen soll ich nehmen? 1, 2 oder 3? Ich hoffe, ich bereue das nicht. Okay. Seht ihr schon irgendwas? Wie sieht der so schwarz aus? Warte, hier ist ein Zettel drin. Irgendwie sehe ich Puzzleteile. Vielleicht ist es der Richtige. Oh mein Gott, hier ist ein Game Master. Und richtig viele Puzzleteile. Vielleicht habe ich jetzt endlich den Richtigen. Oh mein Gott. Das steht hier alles auf dem Game Master Zettel. Lesen wir das lieber erstmal. Dies wird die allerletzte Mission für dich sein. Ey Leute, heißt das... Er lässt mich danach in Ruhe. Besorgst du mir das, was ich noch brauche, kann ich Pumpkin Face davon abhalten, weiter Schaden anzurichten und alles wieder in die richtige Richtung zu lenken. Am 31.10. sollt gegen 18 Uhr Pumpkin Face an dem Ort sein, den das Puzzle ergibt. Er hat mit Sicherheit eine Tasche mit, worin sich eine SD-Karte befindet. Hä? Finde sie und bring sie mir. Wenn du sie hast, schicke mir ein Bild und ich gebe dir meinen Standort durch. Viel Glück, Game Master. Also das Puzzle ergibt jetzt einen Ort, an dem der Pumpkin Face sein soll. Und er hat eine Tasche mit, worin sich eine SD-Karte befindet. Hey Leute, wie sollen wir an die Tasche vom Pumpkin Face ran? Der wird die doch bestimmt nicht irgendwie aus den Augen lassen, wenn da irgendwas Wichtiges drin ist. Aber wir müssen es schaffen, weil dann lässt er uns endlich in Ruhe. Dann ist es vorbei. Wir müssen die irgendwie bekommen. Und das ergibt jetzt den Standort. Was ist das? Irgendwas hat er hier mit Edding wahrscheinlich raufgemalt. Okay, ich habe jetzt das Puzzle hier fertig und das ist bei rausgekommen. Ich habe gar keine Ahnung, was das sein soll. Eine U-Bahn-Station? Sieht auf jeden Fall so aus, aber... KG, KC? Aber wäre das ein G, dann... Wäre hier oben doch kein Strich, oder? Ey, das ist so undeutlich. Der Game Master redet nicht nur undeutlich, er schreibt und malt auch noch undeutlich. Genauso wie seine komischen Karten, mal ganz im Ernst. Ich glaube, er sollte das lieber lassen. Sieht sowieso voll krickelig aus. Ich werde auf jeden Fall mal eben jetzt googeln, ob es irgendeine Haltestelle gibt, die so anfängt oder so. Weil nur aus diesen zwei Buchstaben besteht auf jeden Fall keine Haltestelle. Moment, Tube. London, KG, Station vielleicht, Kensington oder, keine Ahnung.
Also GP wäre Green Park gewesen, PC Piccadilly Circus, CC wäre Charing Cross, GR, KG, KC, irgendwas, K, irgendwas mit K. Ich sehe so viel L, ich sehe so viel S. Camden Town, nein, ist C. Warte. Wenn das KC ist, ich sehe hier das gerade. King's Cross. So, Team Becky, es wäre so cool von euch, wenn ihr mir helfen würdet. Wir müssen noch die allerletzte Mission schaffen. Dann lässt uns wahrscheinlich der Game Master in Ruhe. Also wir müssen bis spätestens Halloween vor 18 Uhr herausgefunden haben, zu welcher Station ich wahrscheinlich muss, weil es sieht mir so aus wie eine Station. Also guckt mal unter London Tube Map auf Google. Da seht ihr alle Stationen aus London. Was mit KC oder KG anfängt. Wenn ihr Lust habt, macht das einfach mal und schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und was ihr meint, was am ehesten zutrifft, votet ihr mal mit einem Daumen nach oben hoch, damit ich das sehe. Aber mit eurer Hilfe bin ich mir sicher, dass ich das schaffe. Also spammt es jetzt unbedingt unten rein, eure Vorschläge. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann an Halloween.